Die Maklerkosten bei Immobilien. Wie hoch sind die Maklergebühren 2021? Und was kostet eigentlich ein Immobilienmakler? Wer eine Immobilie kaufen bzw. verkaufen oder mieten bzw. vermieten möchte, hat sich bestimmt schon mal die Frage gestellt, ja, was kostet eigentlich ein Immobilienmakler und wie hoch sind die Maklergebühren? Hallo, mein Name ist Lars von der IONOS GmbH. Wir sind Immobilienberater und Dienstleister und stellen uns in diesem Video wieder Ihren Fragen rund um das Thema Immobilien. Falls Ihnen dieses Video gefällt, geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben. Das hilft uns hier bei IONOS enorm weiter und hilft vor allem auch anderen Leuten, genau dieses Video hier zu finden. Und falls Sie sich für weitere informative Videos rund um das Thema Immobilien interessieren, dann abonnieren Sie gerne diesen Kanal hier. Dann verpassen Sie keins unserer Videos mehr und werden sofort informiert, wenn wir ein neues hochladen. Haben Sie sich schon immer gefragt, wie viel Ihr Haus oder Ihre Wohnung eigentlich wert ist? Lassen Sie Ihre Immobilie jetzt kostenfrei von uns bewerten. Den Link zur kostenlosen Immobilienbewertung finden Sie unten in der Videobeschreibung. Also, was kostet eigentlich ein Immobilienmakler und wie hoch sind die Maklergebühren 2021? Falls Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, Ihre Immobilie zu verkaufen, kam bestimmt die Frage auf, ob Sie einen Makler beauftragen wollen oder nicht. Und in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage, was kostet ein Makler eigentlich und wie hoch sind die Maklergebühren? Vielleicht kam auch die Frage bei Ihnen auf, ob alleine die Beauftragung eines Maklers ohne einen erfolgreichen Verkauf auch schon Kosten mit sich trägt. Also ob alleine die Beauftragung eines Maklers schon etwas kostet. Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Nein. Denn die Maklergebühr wird erst mit Abschluss des erfolgreichen Kaufvertrags fällig. Also erst, wenn Sie Ihr Haus wirklich verkauft haben. Warum entstehen alleine durch die Beauftragung eines Maklers noch keine Maklergebühren? Das liegt ganz einfach daran, dass ein Maklervertrag kein sogenannter Dienstvertrag ist. Das bedeutet also, dass der Auftraggeber dem Makler kein Entgelt für die Tätigkeit als solches schuldet, sondern nur dann Maklergebühren zahlen muss, wenn der Auftrag erfolgreich beendet wurde, also die Immobilie vermittelt wurde, mit Abschluss des Kaufvertrags. Bei der Verteilung der Maklergebühren hat sich ein bisschen was geändert, denn seit dem 23. Dezember 2020 gilt das sogenannte Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser. Klingt etwas sperrig, ist aber eigentlich ganz einfach. Dieses Gesetz regelt, wie es schon eigentlich im Titel sagt, die Verteilung von den Maklerkosten beim Verkauf von Wohnungen und Einfamilienhäusern neu und zielt vor allem darauf ab, private Käufer von Wohnimmobilien bei den Kaufnebenkosten zu entlasten. Denn was sich geändert hat, ist, dass seitdem dieses Gesetz in Kraft getreten ist, das sogenannte Bestellerprinzip gilt. Dieses Bestellerprinzip besagt im Endeffekt, dass der Besteller des Maklers, also der Auftraggeber, in den meisten Fällen also der Verkäufer, mindestens 50% der Maklergebühren zahlen muss. Er kann auch 100% bezahlen, aber er kann nie weniger als 50% der Maklerkosten bezahlen. Das verhindert nun also, dass anders als früher es nicht mehr möglich ist, dass der Auftraggeber, also der Besteller, der Verkäufer in den meisten Fällen, zwar den Makler beauftragt, aber den Käufer komplett die Maklergebühren zahlen lässt. Also im Regelfall führt das dann eigentlich dazu, dass sich Käufer und Verkäufer die Maklergebühren teilen. Es kann aber nach wie vor auch eine reine Innenprovision, wo nur der Verkäufer, also der Auftraggeber des Maklers, die Maklergebühren komplett übernimmt. Kommen wir zu den konkreten Maklergebühren 2021. Wie hoch sind die Maklergebühren für den Käufer und Verkäufer also? So ganz pauschal kann man das nicht sagen, denn beim Verkauf von Immobilien gibt es offiziell keine Höchstgrenze für die Maklergebühren, also für die Provision, die ein Makler für die Vermittlung einer Immobilie erhält. Daran ändert auch das neue Gesetz und das Bestellerprinzip nichts. Allerdings gibt es natürlich einige Maklergebühren, die üblich und gängig sind. Die Maklergebühren sind rechtlich zwischen dem Auftraggeber und dem Immobilienmakler frei verhandelbar. Meistens wird zwischen dem Auftraggeber und dem Immobilienmakler beim Abschluss des sogenannten Maklervertrags die Höhe der Maklergebühren festgelegt. Üblich ist hier aktuell eine Maklergebühr von 3% zuzüglich Mehrwertsteuer, also dann 3,57%, sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer bei einer 50-50-Teilung nach dem Bestellerprinzip. Für den Fall, dass sich Auftraggeber und Makler für eine reine Innenprovision entscheiden würden, wo nur der Verkäufer die Maklergebühren zahlen würde, wäre also eine Maklergebühr von 6% zuzüglich Mehrwertsteuer üblich, also 7,14%. Hier ein kurzes Beispiel für die Höhe der Maklerkosten. Gehen wir mal aus von einem Einfamilienhaus mit dem Verkaufspreis von 300.000 Euro und den wie eben genannten üblichen Maklergebühren von 7,14% inklusive Mehrwertsteuer. Also. In diesem Falle sehen die Maklergebühren wie folgt aus nach dieser Rechnung. 300.000 Euro Verkaufspreis mal 7,14% Maklerprovision
ergibt dann 21.420 Euro Maklergebühr. Das Ganze dann durch 2 geteilt für den Käufer und den Verkäufer jeweils. Ergibt dann also jeweils für Käufer und Verkäufer 10.710 Euro Maklergebühr. Insgesamt entstehen also Maklergebühren von ungefähr 21.000 Euro. Im Falle einer reinen Innenprovision würde der Verkäufer diese Maklergebühren komplett alleine zahlen. Falls es aber eine 50-50-Teilung gibt, zahlen hier also der Käufer und Verkäufer beide etwa 10.000 Euro für den Makler. Und wie ist das mit den Maklergebühren bei der Vermietung? Bei der Vermietung von Immobilien ist die Höhe der Maklergebühren auf 2 Netto-Kaltmieten zuzüglich Mehrwertsteuer beschränkt, also nicht an den Verkaufspreis gebunden. Denn die Bundesregierung hatte 2014 beschlossen, dass im kommenden Jahr, 2015, bei der Miete das sogenannte Bestellerprinzip gilt. Wie jetzt halt auch bei dem Verkauf von Einfamilienhäusern und Wohnungen. Und seitdem zahlt auch hier der Besteller des Maklers die Maklergebühren, also in den meisten Fällen dann der Vermieter. Also eine wichtige Frage zum Thema Maklergebühren. Ist der Immobilienmakler jetzt eigentlich zu teuer? Sowohl Verkäufer als auch Käufer beschweren sich häufig darüber, dass ein Makler zu viel Geld verdient und dafür relativ wenig leistet. Man hört es oft, dass sich Leute darüber beschweren, dass Makler ja so viel Geld verdienen und sich reich machen, dabei aber relativ wenig Kosten haben und auch wenig Einsatz zeigen, wenig Expertise haben und grundsätzlich einfach nur Geld machen. Und tatsächlich kann man als Makler gutes Geld verdienen. Dabei sind aber trotzdem fairerweise ein paar Dinge zu beachten. Die Maklergebühren mögen erst einmal sehr hoch erscheinen. Man muss hier allerdings auch beachten, dass die Maklergebühren erst dann fällig werden, also der Makler erst dann etwas verdient, wenn der erfolgreiche Kaufvertrag auch abgeschlossen ist. Der Makler verdient also vorher gar nicht, sondern erst, wenn der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Makler muss also auch mit viel Leistung, Arbeitsaufwand und Kosten in Vorleistung gehen, damit die Vermittlung überhaupt erfolgreich ist und vor allem damit er auch neue Aufträge generieren kann. Die durchschnittliche Vermittlungszeit einer Immobilie beträgt in Deutschland etwa 6 Monate. Und man muss sich jetzt bedenken, dass in diesen 6 Monaten der Makler tätig ist, aber trotzdem natürlich weiterhin Fixkosten hat, wie zum Beispiel die Büromiete, Kosten für Auto und Sprit, also für die Anfahrten zu den Besichtigungen zum Beispiel, vielleicht noch Sekretariatskosten, normale Bürokosten, natürlich auch Marketing und Werbebudget, um die Immobilie auch bestmöglich verbreiten zu können und an die besten Interessenten bringen zu können. Und zu beachten ist dabei aber auch, dass der Makler natürlich nur eine Rechnung an den Verkäufer und gegebenenfalls an den Käufer stellen kann und also nur von den beiden Geld bekommt. In der ganzen Zwischenzeit bedient der Makler natürlich auch viele andere Interessenten, die viel Zeit, Aufwand und auch Kosten mit sich bringen. Diesen kann er natürlich keine Rechnung stellen, obwohl er ihnen eigentlich eine Dienstleistung erbringt. Was außerdem noch dazu kommt, ist, dass ein guter Makler, also wir sprechen immer von guten Maklern, es gibt natürlich auch viele schwarze Schafe da draußen, dass ein guter Makler sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer wie eine Art Berater zur Seite steht, also eine fachliche Expertise aufweist, die er den beiden zur Verfügung stellt und auch einfach als Ansprechpartner über die gesamte Zeit zur Verfügung steht. Ein guter Makler hat außerdem gute Kontakte für zum Beispiel gute Finanzierungen oder andere Sachen rund um das Thema Immobilien, wo halt andere Experten noch dazukommen. Wenn man einen Makler beauftragt, nutzt man also im Prinzip auch sein ganzes Netzwerk mit. Ein guter Makler sorgt vor allem auch dafür, dass alle Unterlagen rechtlich einwandfrei und professionell aufbereitet wurden und auch die gesamte Abwicklung des Kaufprozesses bis letztlich hin zur Übergabe rechtlich einwandfrei verläuft und es keine Probleme gibt. Sie sehen also, hier gibt es einige Punkte zu beachten und man sollte vielleicht nicht alle Makler über einen Kamm scheren. Denn auch hier gibt es sehr kompetente Leute und weniger kompetente Leute. Das ist in jeder Branche so. Falls Sie über das Thema Maklergebühren, Maklerkosten oder auch die Leistungen eines Maklers noch Unsicherheiten oder Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir beraten Sie gerne. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben. Das hilft uns hier enorm weiter und hilft vor allem auch anderen Leuten wie Ihnen, genau dieses Video zu finden. Und falls Sie sich für weitere Videos rund um das Thema Immobilien interessieren, abonnieren Sie gerne diesen Kanal hier, dann verpassen Sie keins unserer Videos mehr und werden sofort benachrichtigt, wenn wir ein neues hochladen. Sie haben sich schon immer gefragt, wie viel Ihr Haus oder Ihre Wohnung eigentlich wert ist? Lassen Sie Ihre Immobilie jetzt kostenfrei von uns bewerten. Den Link zur kostenlosen Immobilienbewertung finden Sie unten in der Videobeschreibung.